Das 12 in unserem Kurs hat die Überschrift Leben ohne Gift. Also wir sprechen heute über das Ziel Leben ohne Gift. In diesem Kurs habe ich immer wieder von der Bedeutung eines starken Verdauungssystems gesprochen und davon, wie wichtig seine Rolle beim richtigen Aufbrechen und Naturalisieren von Umweltgiften, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Konservierungsstoffen und Schwermetallen ist. Die meisten dieser Gifte und Schadstoffe sind fettlöslich. Das heißt, sie müssen verdaut und dann in die Leber weitergeleitet werden, wo sie in wasserlösliche Substanzen umgewandelt werden, um schließlich über den Urin, die Exkremente oder den Atem oder den Schweiß ausgeschieden werden. Ich habe dargelegt, dass viele Menschen im Westen die Fähigkeit zur Verbrennung von Fett als stabile Energiequelle verloren haben und stattdessen Zucker verbrennen. Ohne effiziente Fettverbrennung verlieren wir die Fähigkeit, toxische Fette zu emulgieren, zu verarbeiten und unschädlich zu machen. Infolgedessen finden diese toxischen Fette den Weg durch die Darmwand in die Lymphbahn. Und was da passiert, wissen wir ja schon. Und dagegen müssen wir uns verhalten. Wenn diese Lymphbahnen sich zusetzen, werden fettlösliche Giftstoffe in die Leber zurückgeleitet. Auf die Dauer können sie die Leber überschwemmen und wieder in die Blutbahn abgegeben werden, wo sie dann schließlich in den Fettzellen des Körpers oder, noch schlimmer, in den Arterien, im Herzen oder im Gehirn gespeichert werden. In diesem Kurs ging es bisher überwiegend darum, uns die richtige Verdauung beizubringen, quasi das zu lernen. Die Verdauung, die uns vor Umweltgiften und ungesunden Fetten schützen kann. Wir haben bisher noch nicht darüber gesprochen, wie wir die bereits gespeicherten toxischen Fette unschädlich machen können, die sich vielleicht schon jahrelang in den Fettzellen und im Gehirn angesammelt haben. Das Konzept der Entgiftung ist keineswegs neu. Traditionelle Kulturen haben seit Jahrtausenden Entgiftungstechniken praktiziert. Zwar war ihre Umwelt nicht annähernd so schadstoffbelastet wie unsere, aber Verdauungs- und Lymphsystem waren schon immer anfällig für Reizungen, für Entzündungen und für Versagen. Wenn die Verdauung versagt, bricht auch die Fähigkeit zum Entgiften zusammen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass unsere Darmschleimhaut eine besonders große Fläche hat. Mit zunehmendem Alter wird die Gesundheit der Darmschleimhaut geschwächt. Wir können viel dafür tun, die kostbare Innenhaut des Darmtrakts zu erhalten und zu schützen. Darauf sollten wir uns konzentrieren und von dem vielen wenigstens etwas tun. Ich möchte Sie mit einer traditionellen und unglaublich einfachen Entgiftungstherapie vertraut machen. Sie dauert nur 4 Tage und wird unerwünschte, fettige Giftstoffe aus Ihren Fettzellen unschädlich machen und gleichzeitig die Darmschleimhaut sanieren. Viele gängige Entgiftungsverfahren bekämpfen gespeicherte, fettlösliche Giftstoffe, indem sie aggressiv zurück im Blutkreislauf diese zwingen, in der Hoffnung, dass sie dann aus dem Körper herausgespült werden. Viele Entgiftungsverfahren sind gewaltsame, strapaziöse Prozeduren, die den Betreffenden häufig stark geschwächt zurücklassen. Traditionelle Kulturen standen, wie empfindlich der Darm ist, und unglaublich logische, sanfte und schonende Reinigungsmethoden angewandt, um die Aufgabe auf effektive und gesunde Weise zu erledigen. Der erste Punkt ist, wenn Sie alle fettlöslichen Giftstoffe einfach nur aus ihren Speichern ziehen und zurück in die Blutbahn schicken, ohne gleichzeitig gegen die Ursachen anzugehen, wegen derer der Körper sie überhaupt gespeichert hat, schieben sie die Giftstoffe vielleicht nur von einer Fettzelle in eine andere und es gibt keine Garantie dafür, dass sie wirklich aus dem Körper ausgeleitet werden. Das Verdauungssystem muss diese fettlöslichen Giftstoffe verarbeiten, damit sie aus dem Körper geleitet werden können. Wenn sie im Körper fett gelandet sind, ist das ein starkes Indiz, dass die Verdauungs- und Entgiftungswege versagt haben oder überlastet sind.
Um den Körper wirksam und sicher zu entgiften, ist es wichtig, die Verdauungs- und Entgiftungswege zu aktivieren, bevor wir mit einer Entgiftung anfangen. Also Verdauungs- und Entgiftungswege müssen aktiviert werden. Und dann erst fangen wir mit einer Entgiftung an. Das Entgiftungsverfahren, das ich Ihnen gleich beibringen werde, erfüllt beide Aufgaben. Dieses Entgiftungsverfahren, das wir kurze Entgiftungskur nennen für zu Hause, das dauert ja nur 4 Tage, arbeitet mit den therapeutischen Wirkungen zweier Lebensmittel, die wir bereits in diesem Kurs behandelt haben. Es sind die ayurvedischen Superfood Khichari und das ayurvedische Superfett Ghee. Sie können in den Kapiteln 3 und 8 das noch einmal nachlesen. Und noch verstanden haben, beziehungsweise wenn Sie es auffrischen wollen, lohnt es sich also in den Kapiteln 3 und 8 das noch einmal nachzulesen, was diese beiden heilsamen Wirkungen bringen. Bei dieser Entgiftung werden Sie an 4 aufeinanderfolgenden Tagen jeden Morgen eine kleine Menge Ghee zu sich nehmen, sich ansonsten aber völlig fettfrei ernähren. Die bevorzugte Nahrung ist Khichari, aber stelle auch 2 andere fettfreie Ernährungspläne zur Auswahl, wenn Sie Khichari allein ein bisschen zu schwierig finden. Dadurch, dass Sie allmorgendlich Ihr Ghee auf nüchternen Magen essen, den Rest des Tages aber völlig fettfrei leben, sorgen Sie dafür, dass der Körper den ganzen Tag über körpereigenes Fett verbrennt. Und das wollen wir ja. Wenn Sie im Laufe des Tages andere Fette essen, verbrennt der Körper einfach nur das Fett aus Ihrem Mittags- und Abendessen anstelle der gespeicherten Fette und Giftstoffe, die tief in Ihren Fettzellen und in Ihrem Gehirn lagern. Studien deuten darauf hin, dass Ghee ein wirksames Entgiftungs- und Ausleitungsmittel, also ein Chelat, zur Eliminierung von Umweltgiften ist. Diese Studien kann ich gerne auf Anfrage nachreichen. Die Methode, mit Ghee fettlösliche Toxine aus den Fettzellen zu holen, wird als lipophil gebundene Entgiftung bezeichnet. Sie erinnern sich, Liposom und so weiter, deshalb können wir hier auch lipophil gebundene Entgiftung nennen. Hierbei liebt, in Anführungsstrichen, das Fett im Ghee die toxischen Fette. Es wird von ihnen angezogen und bindet sich an sie. Auf diese Weise kann ein gesundes Fett wie das Ghee dazu dienen, ungesunde Fette oder Giftstoffe aus ihrem Körper zu ziehen. Also mit Gift gegen Gift. Gesundes Fett gegen ungesundes. Banden aßen 48 von ihnen das Ghee und das Khichari, wie oben beschrieben. Die Studie kam zu dem Schluss, dass lipophil gebundene Entgiftung die Belastung des Körpers mit fettlöslichen Giftstoffen wirksam reduzieren kann. Ghee ist eine der reichhaltigsten Quellen von Butylsäure und hat bei dieser Entgiftung die Aufgabe, eine Schicht an der Darmwand zu bilden. Im Kapitel 3 habe ich erwähnt, dass der Darm Mikroorganismen beherbergt, die Butylsäure buchstäblich herstellen und sie dann als primäre Energie und Immunitätsquelle für die Zellen der Darmwand verwenden, während sie gleichzeitig zahlreichen nützlichen Darmbakterien als Nahrung dient. Also sehr, sehr interessante Sache, die wir schon gelernt haben, auf die ich hier nur nochmal zurückgehen wollte. Während der Entgiftung dient die allmähliche Steigerung der morgendlichen Ghee-Dosis dazu, die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase und in den Gallengängen in Bewegung zu bringen. Dieser vermehrte Gallenfluss bewirkt und fördert einen verbesserten Fettstoffwechsel, ebenso wie die Bildung von Salzsäure im Magen, die für die Aufspaltung von Weizen und Milchprodukten erforderlich ist. Sie denken bitte noch an den Zusammenhang zwischen Gallenfluss, Gallensaft, Salzsäure im Magen, also Magensäure, und die Stoffe, die aus der Bauchspeicheldrüse, aus dem Pankreas und aus dem Dünndarm kommen, die Enzyme. Wenn man Khichari isst, wirkt es, als esse man Säuglingsheilnahrung, die die Darmschleimhaut beruhigt und repariert und gleichzeitig ein günstiges Milieu für die Vermehrung der nützlichen Bakterien auf den Darmzotten und den
Chylusgefäßen zehren sich im Darmtrakt fort. Dadurch entsteht eine abschließende Abdichtung und Schutzschicht für den Darmtrakt, die sie davor schützt, dass unerwünschte Giftstoffe und unverdaute Proteine ins Blut und in die Lymphe an der Außenseite der Darmwand gelangen. Ja, soweit also die viertägige kurze Entgiftungskur für zu Hause, wie ich sie nenne. Und sie besteht aus mehreren Schritten. Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3. Und geht, wie gesagt, dann über Schritt 4 immer weiter. Und sie wird ganz genau in dem Dokument, was Sie unter diesem Video vorfinden, was Sie und runterladen, da können Sie ganz genau danach vorgehen. Ich habe es Schritt für Schritt aufgeschrieben und auch beschrieben, warum reines Wasser und welchen Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, was dort passieren soll. Also das können Sie alles sehr, sehr gut nachlesen. Eine Warnung möchte ich geben. Wenn Ihnen die Gallenblase herausgenommen wurde oder Sie Probleme mit der Gallenblase oder Schwierigkeiten mit der Fettverdauung haben, brauchen Sie möglicherweise eine leicht abgeänderte Diät. Wenn Sie keine Gallenblase mehr haben, können Sie statt des Ghee Kokosöl verwenden. Also wenn Sie Gallenblasenprobleme oder Schwierigkeiten bei der Fettverdauung haben, wie etwa Übelkeit und Verdauungsstörungen nach fettigen oder gebratenen Speisen, dann bleiben Sie bitte jeden Morgen während dieser kurzzeitigen Kur bei nur 2 Teelöffeln Ghee oder Kokosöl und steigern Sie die Dosis nicht. Das also als kleine Warnung. Nahrungsmittel, die Sie meiden müssen, um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Entgiftungskur zu ziehen, vermeiden Sie während der gesamten 4 Tage folgende Nahrungsmittel. Am wichtigsten vermeiden Sie alle Lebensmittel, die Fett enthalten, also Öl, Butter, Avocado, Nüsse, Samen, Milchprodukte, fettes Fleisch und Fisch. Die Ausnahme ist das Ghee, beziehungsweise Öl, wenn wir über das Kokosöl gesprochen haben, was Sie leichter verdauen können. Vermeiden Sie Brot, Fladenbrot, Knäckebrot oder andere Backwaren, da Sie die Entgiftung verzögern. Vermeiden Sie schweres Essen, zum Beispiel Butter, Joghurt, Nüsse, Öl, Käse, Pizza. Vermeiden Sie Sprossen und Quark, einschließlich Tofu. Und vermeiden Sie Eingelegtes und Essig. Vermeiden Sie Soja. Vermeiden Sie rohes, ungekochtes Gemüse und kalte Getränke und Speisen. Vermeiden Sie weißen Zucker, Honig, Alkohol und Freizeitdrogen, ebenso Koffein. Vermeiden Sie cremige Milchprodukte und scharf gewürzte Speisen. Und diese Vermeidungsliste finden Sie auch unter dem Video zum Download, damit Sie es nachlesen können. Und das Kichari, das sollte Ihr neuer bester Freund während der Kur werden. Ein Gesundheitsbestandteil aller 3 Ernährungspläne, die Sie hier herunterladen können. Kichari ist eine leicht zuzubereitende Mischung aus köstlichem Bio-Langkornreis, geschältem, gelbem Volumen von Munkbohnen und Gewürzen. Kichari enthält viel Protein und ist sehr gesund für Ihren Verdauungstrakt und Ihre Darmschleimhaut. Ich werde Ihnen auch ein Rezept für Kichari hier zum Download unter dem Video nochmal angeben. Probleme bei dieser Kur und wie Sie sie lösen können. Haben Sie während Ihrer Entgiftungskur mit Hunger, Schwindel, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Übelkeit oder Unwohlsein zu kämpfen, ist vielleicht Ihr Blutzucker nicht stabil. Wenn sich diese Symptome einstellen, ergänzen Sie Ihre Mahlzeiten mit einem Shake aus fettfreiem, naturreinem, nicht verarbeitetem Molkerei-Protein-Konzentrat in Pulverform. Konzentrate sind nämlich weniger stark verarbeitet als Isolate. Beziehungsweise wenn Sie Vegetarier sind, mit nicht verarbeitetem Hanfsamen-Proteinpulver können Sie arbeiten und das wird sicherlich Ihnen über die Probleme hinweg helfen. Meiner Erfahrung nach kann es mehrere Wochen dauern, den Blutzucker ins Gleichgewicht zu bringen. Sie brauchen also während dieser Entgiftungskur nichts zu überstürzen. Wie schon erwähnt, sollten Sie zu keiner Zeit während der Kur das Gefühl haben, zu hungern oder zu leiden. Denn wichtig ist,
auch ein ruhiges Nervensystem. Wenn Sie die kurze Entgiftungskur zu Hause zum ersten Mal machen, empfehle ich Ihnen, mit dem Ernährungsplan nach der Polydiät zu beginnen. Auch diese schreibe ich Ihnen zum Download herunter und die hilft Ihnen ganz besonders beim ersten Mal. Hinweis: Wenn die kurze Entgiftungskur für zu Hause, wenn die für Sie zu stark belastet oder wenn sie Sie zu stark belastet, veranlasst dies, den Körper Fett zu speichern. Entscheiden Sie sich für den Ernährungsplan, mit dem Sie sich am wohlsten fühlen, um einen erfolgreichen Neustart Ihrer Fähigkeit zur Fettverbrennung zu erreichen. Wir wollen ja insgesamt in diesem Kurs den Neustart überhaupt der Verdauung und hier eben den Neustart zur Fettverbrennung, weil eben gerade wir unsere Fähigkeit zur Fettverbrennung nicht mehr beherrschen. Und die Schritte von Schritt 1 bis Schritt 5 können Sie zum Download